Unsere Forschung zielt darauf ab, digitale Technologien einzusetzen, um das Planen und Bauen neu und anders zu denken, und zwar auf eine wesentlich integrativere und interdisziplinäre Art und Weise, wo wir von Beginn an Planungs- und Entwurfsmethoden, Fabrikations- und Bauprozesse wie auch die daraus hervorgehenden Material- und Bausysteme zusammendenken, um daraus auch eine neue Form der Architektur abzuleiten. Was uns natürlich auch besonders interessiert, ist, wie wir über den Kanon an industriell produzierten, zumeist mit hohem Energieeinsatz hergestellten, typischen Bauwerkstoffen wie Beton, Stahl und Glas hinausgehen können und eine leistungsfähige Architektur aus natürlich nachwachsenden Rohstoffen herstellen. Dazu zählt natürlich zuallererst Holz, aber auch andere schneller nachwachsende natürliche Werkstoffe wie Hanf oder Flachsfasern. Die ganz wesentliche Herausforderung, die wir versuchen mit unserer Forschung zu adressieren, ist natürlich der erhebliche ökologische Fußabdruck, den das Bauschaffen hinterlässt. Hier müssen wir dringend andere Methoden des Bauens und des Planens finden, um auch nur annähernd die Klimaziele von Paris erreichen zu können.